Ich begrüße noch, Herr Wund. Ich habe keines geprobt. So fängt man nicht an. Pardon. Kein Problem. Herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Brandauer. Herzlich willkommen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Auch Sie, meine Damen und Herren, möchte ich alle ganz herzlich zum Start unserer Heinrich-Heine-Gastprofessur mit Klaus-Maria Brandauer begrüßen. Sehr geehrter Herr Brandauer, es ist mir eine überaus große Ehre, Sie hier an der Heinrich-Heine-Universität willkommen zu heißen. Sie haben sich bereit erklärt, die Heinrich-Heine-Gastprofessur in diesem Jahr anzunehmen. Und diese renommierte Professur verleihen wir seit nunmehr über 30 Jahren mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen an herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und aus Gesellschaft. Marcel Reich-Ranitzky, Helmut Schmidt, Juli C., Joschka Fischer, Ulrich Wickert, Joachim Gauck, das waren unsere Gäste und heute sind Sie es. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie unserem oder man kann sagen meinem Ruf gefolgt sind und heute die Theaterbühne gegen einen Hörsaal eintauschen. Auch wenn selbstverständlich alle hier im Hörsaal Sie kennen, erlaube ich mir zur Einführung ein paar Worte über Ihren Werdegang. Sie wurden 1943 in Bad Aussee in der Steiermark in Österreich geboren. Sie sind also ein Kind des Salzkammergutes und dort verbringen Sie heute auch noch viel Zeit am Althauser See, dessen Umgebung Sie einmal als die schönsten 2 Quadratmeter Österreichs oder gar der ganzen Welt bezeichnet haben. Und was dort mit der Rolle des Strubbelpeters in der Abschlussveranstaltung der ersten Klasse begann, entwickelte sich zu einer Weltkarriere. Seit 1972 sind Sie Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater. Hamlet, Ferdinand aus Kabale und Liebe, König Lear, Nathan der Weise. Unzählige Protagonisten haben Sie auf den großen Bühnen der Welt gespielt. Dabei haben Sie zum Teil mit großen Regisseuren zusammengearbeitet, aber ja auch selbst sehr häufig Regie geführt. Aber nicht nur auf der Theaterbühne haben Sie brilliert. Sie sind einer der wenigen Theaterschauspieler, die es auch im Film, die es auch in Hollywood zur Welt rumgebracht haben. Als Henrik Höfgen im Film Mephisto wurden Sie international berühmt für die Darstellung von Klaus Mann Romanfigur, die auf den Schauspieler Gustav Gründgens zurückgeht. Und wir alle wissen, dass Gustav Gründgens ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch hier am Düsseldorfer Schauspielhaus als Intendant tätig war, an dem Sie ja auch einige Jahre ein Engagement hatten. Außerdem waren Sie der Gegenspieler von James Bond in Sag niemals nie und in Ihrer Rolle als Baron von Blixen an der Seite der wunderbaren Mary Streep in Jenseits von Eden wurden Sie für den Oscar nominiert. Jüngst konnten wir Sie in dem Kriminalfilm Feinde von Ferdinand von Schirach als Strafverteidiger Konrad Biegler bewundern. Besonders für jene Figuren, die ambivalent und richtig scheußlich waren, erhielten Sie tosenden Applaus und mediale Aufmerksamkeit. Und ein Journalist sprach Sie einmal darauf an und ich habe gelesen, er fragte Sie, ob Sie sich besonders zu der Rolle des Bösewichts hingezogen fühlen. Und Sie antworteten, manche Helden wollte ich keine Helden sein lassen. Ich habe das Zwielichtige gesucht und gefunden. Sehr geehrter Herr Brandauer, Ihre außergewöhnliche Schauspielkunst, Ihr unvergleichliches Charisma und Ihre Präsenz auf der Bühne, all dies hat Millionen Menschen beeindruckt, zu denen ich mich auch zähle, und ihnen zahlreiche Film- und Theaterpreise eingebracht, wie etwa den Nestroy-Theaterpreis für ihr Lebenswerk im Jahr 2014. Über ihre schauspielerische Passion sagten sie einmal, wenn man so etwas machen will, ist es nicht verkehrt, einen Größenwahn zu spüren und der muss einen antreiben. Und weiter, wenn sie nicht groß denken, groß fühlen und in die tiefsten Möglichkeiten der eigenen Existenz gehen, dann haut es nicht hin. Trotz der Erfolge in aller Welt blieb Ihnen Ihre geliebte Heimat sehr ans Herz gewachsen. Als Professor des Max-Reinhardt-Seminars der berühmten Wiener Schauspielschule haben Sie mit Studierenden am Althausseer See den Sommernachtstraum von Shakespeare aufgeführt. Und die Aufführung fand auf der berühmten Seewiese statt, die, wie man mir gesagt hat, ich selbst war ja noch nie da, die man wohl nur mit dem Fuß, zu Fuß oder mit dem Boot erreichen kann. Und auf dieser Biene wurde, oder auf dieser Seewiese wurde vor kurzem auch nochmal ein James Bond gedreht. Da schließt sich also der Kreis wieder.
Sehr geehrter Herr Brandauer, gestatten Sie mir nun zum Ende noch einen Vergleich. Ihnen folgt der Ruf, ein kritischer Geist zu sein, sich einzumischen, eindeutig Position zu beziehen. Immer wieder äußern Sie sich pointiert zu aktuellen Ereignissen und zu politischen Themen, wie beispielsweise zu dem leider nun seit einigen Wochen wieder äußerst aktuellen Thema der Aufnahme von Geflüchteten. Vor 2 Jahren haben Sie Österreich und anderen europäischen Ländern sehr klar und deutlich Untätigkeit und kollektives Wegschauen aus Bequemlichkeit vorgeworfen. Und das bei einer doch, wie Sie sagten, vorhersehbaren Katastrophe. Dieser kritische Blick verbindet Sie auf ganz besondere Weise mit unserem Namensgeber Heinrich Heine. Heinrich Heine war ein scharfsinniger, kritischer und unbequemer Zeitgeist. Unbequem vor allem für seine rückwärtsgewandten Zeitgenossen, für Menschen, die andere aufgrund ihrer Herkunft, ihres Standes oder ihrer Kultur diffamiert haben. Und so können wir aktuell in diesen bedrohlichen Zeiten Mut und Trost aus den Worten Heinrich Heines schöpfen, der für Weltoffenheit, Gleichheit, Freiheit und Toleranz einstand und sich auch vehement für die Verteidigung dieser Werte einsetzte. In den kommenden beiden Veranstaltungen werden Sie, sehr geehrte Damen und Herren, über Heinrich Heine, Liebe, Revolution und Europa von Klaus-Maria Brandauer hören. Der Titel der ersten heutigen Vorlesung lautet »Als Poet im Widerstand, Zeitgenosse Heinrich Heine«. Sie werden die komplexe und ambivalente Figur Heines in den Blick nehmen können und seine vielen Facetten kennenlernen, ob als Schriftsteller, Denker, Revolutionär, Feuilletonist, Liebender, Migrant oder Chronist. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf einen wunderbaren Nachmittag. Sehr geehrter Herr Brandauer, ich freue mich und ich bin richtig stolz, dass Sie hier sind. Sie machen mir eine unheimlich große Freude. Und jetzt schließe ich noch einmal mit einem Zitat von Ihnen, was mir persönlich besonders gut gefällt, weil es unsere bisweilen schwer erträgliche Selbstgefälligkeit in den Blick nimmt. Sie sagten einmal, wir alle haben die Verpflichtung, produktiv zu zweifeln, und zwar an allem, und zwar immer wieder und vor allem auch an uns selbst. Vielen Dank, Herr Brandauer. Die Bühne gehört Ihnen. Ich darf Sie bitten, während er jetzt liest, nicht zu fotografieren. Ganz am Ende können Sie alle noch mal Ihre Handys zücken. Das wäre ganz nett. Vielen Dank. Gedächtnisfeier. Keine Messe wird man singen, keinen Kadosch wird man sagen. Nichts gesagt und nichts gesungen wird an meinen Sterbetagen. Doch vielleicht an solchem Tage, wenn das Wetter schön und milde, geht spazieren auf Montmartre mit Paulinen Frau Mathilde. Mit dem Kranz von Immortellen kommt sie mir das Grab zu schmücken. Und sie seufzet, pauvre homme, feuchte Wehmut in den Blicken. Leider wohne ich viel zu hoch und ich habe meiner Liebsten keinen Stuhl hier anzubieten. Ach! Sie schwankt mit müden Füßen. Süßes, dickes Kind, du darfst nicht zu Fuß nach Hause gehen. An dem Barrieregitter siehst du die Fiaker stehen. Harry erfüllt mich mit Bewunderung. Er lebt, er regt sich auf, ist aber tot. Er ist in Wirklichkeit oben. Damit hat er aber gar nichts zu tun mit dem Himmel. Und doch kommt mir manchmal vor, als braucht er diesen einen. Wie fange ich an? Hier hilft die französische Regel: commencer par le commencement. Harry Heine. Was hat er da eigentlich dagegen gehabt? Harry ist doch gut. Vielleicht kommt das jetzt nicht gut an, aber ich erinnere mich an eine Fernsehserie, wo der Kommissar immer sagt, Harry.
den Wagen. Harry, ich glaube, er ist tot. War doch gut, Harry, oder? War doch vorher schon gut. Eigentlich hat er seinen Namen ja gern gehabt, den ihm sein geliebter Vater Samson gegeben hat. Gern gehabt. Einer der besten Freunde und Geschäftspartner seines Vaters, ein englischer Tuchhändler, führte den Namen Harry. Und nach ihm wurde der 1797 Geborene genannt. Er ist ihm in seiner Kindheit regelrecht vermiest worden, vergällt und vergiftet, aber lassen wir ihn selber reden. In meiner Vaterstadt wohnte ein Mann, welcher der Drecksmichel hieß, weil er jeden Morgen mit einem Karren, woran ein Esel eingespannt war, die Straßen der Stadt durchzog und vor jedem Hause stillhielt, um den Kehricht, welchen die Mädchen in zierlichen Haufen zusammengekehrt, aufzuladen und aus der Stadt hinaus nach dem Mistfelde zu transportieren. Der Mann sah aus wie sein Gewerbe. Und der Esel, welcher seinerseits wie sein Herr aussah, hielt still vor den Häusern oder setzte sich in Trab, je nachdem, wie die Modulation war, womit der Michel ihm das Wort. Harry! 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 Zurief. War solches ein wirklicher Name oder nur ein Stichwort? Ich weiß es nicht. Doch so viel ist gewiss, dass ich durch die Ähnlichkeit jenes Wortes mit meinem Namen Harry außerordentlich viel Leid von den Schulkameraden und Nachbarskindern auszustehen hatte. Um mich zu nörgeln, sprachen sie ihn ganz so aus, wie der Drecksmichel seinen Esel rief. Harry! 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 Mit dem Esel Harry machen wir einen kleinen Sprung? Nein, es ist ein großer Sprung. Ein Sprung aus Harry wird der deutsche Heinrich. Am Ende seines Studiums, kurz vor seiner Promotion, tritt er in einer diskret gehaltenen Taufe am 28. Juni 1825 in Heiligenstadt bei Göttingen zum protestantischen Glauben über. Harry gibt sich seinen neuen deutschen Namen selbst. Christian Johann Heinrich. In Frankreich wiederum ist dieser allerdings gleich nach seiner Ankunft in Paris in Henri übersetzt worden. Den Namen Henri I haben die Franzosen eben nicht recht aussprechen können. Und bei den meisten heiße ich Monsieur Henri N. Von vielen wird dieses in ein Henrien zusammengezogen. Und einige nannten mich Monsieur Rien. Rien. Ein Nichts. Jetzt bin ich vom Anfang, vom Commencement weit nach vorn gesprungen, schon zum getauften Heine und weiter nach Frankreich. Doch das sind wir noch nicht. Ab 1818 war das Arbeiten und Leben beim reichen Onkel in Hamburg. Und nicht zu vergessen, die unerwiderte Liebe zu seiner Cousine Amalie und die unerwiderte Liebe zu seiner Cousine Therese. Er liebte sie beide. Durch die Taufe erhoffte er sich das Entrebillet zur europäischen Kultur, vergeblich, wie er später bedauerte. Bitter war es zu erkennen, dass was er beabsichtigt hatte, ist nicht eingetreten. Nicht nur, weil es nicht den gewünschten Effekt gezeitigt hat, den latenten antisemitischen Herabsetzungen, die ihn bereits als Schüler und dann als Studenten gequält hatten, die Grundlage zu entziehen. Auch sein attraktivster Plan, eine akademische Karriere an der Universität in München zu erlangen, scheiterte. König Ludwig I., er nannte ihn nicht. Noch bitterer ist es zu erkennen, dass er sich nun zwischen allen Stühlen wiederfindet, bei Christ und Jude verhasst, wie er schrieb. Was bleibt? Ohne feste Einkünfte? Die Abhängigkeit vom Onkel in Hamburg?
Seine jüdische Abstammung zog stets eine Abwertung seiner Persönlichkeit nach sich. Sie wurde von Heines Zeitgenossen und besonders bitter und toxisch, insbesondere von den Akteuren des Literaturbetriebs und von konkurrenzierenden Dichterkollegen vorgenommen. Was für eine Freude! Ein Seelenbalsam, eine Genugtuung ist es, dass wir hier zusammenkommen können, dass diese Universität seit 1988 nach ihm benannt wurde, nach dem aufgeweckten Judenbürscherl. So hat ihn nämlich der ehemalige kaiserlich-königliche Korvettenkapitän Karl Renner genannt. Muss ich jetzt erklären. Der Korvettenkapitän Renner war im Hause meiner Großeltern in Altaussee in der Steiermark in Österreich, wo ich aufgewachsen bin, jedes Jahr als Sommerfrischler eingemietet. Fremdenzimmer boten meine Großeltern an, so wie viele im Ort. Und auf der Veranda saßen immer wieder einmal die Hausgäste mit der Gastgeberfamilie zusammen. Die Themen der Gespräche waren das Wetter, Befindlichkeiten, Tagespolitik. Über die europäische Verteidigungsgemeinschaft wurde diskutiert. Ob Adlai Stevenson oder General Eisenhower die US-Wahlen gewinnen wird. Über den österreichischen Staatsvertrag und über die österreichische Neutralität, über die ungarische Revolution. Und da hat sich der 82-Jährige auch öfters mit mir, dem 14-Jährigen, angeregt unterhalten. Durch ihn wehte mich ein Hauch altösterreichischer Geschichte an, ein Korvettenkapitän aus der versunkenen Monarchie, aus Fiume. Und um Literatur ging es auch. Der Kapitän hat sich eines Tages dafür interessiert, was ich so lese. Lederstrumpf, habe ich gesagt. Und Mozartbriefe habe ich gelesen. Und Heine. Ach, Heine, dieses begabte, aufgeweckte Jugendbürscherl. Er hat das durchaus positiv gemeint. Diese Diktion steckte ganz selbstverständlich noch in den Köpfen, obwohl das 20. Jahrhundert bereits seine erste Hälfte überschritten hatte. Die Gräuel des gerade erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt zu Ende gegangenen Krieges hatten noch kein Bewusstsein für das Diffamierende dieses Ausdrucks hervorgebracht. Heinrich Heine ist daran nicht zerbrochen. Seine Sensibilität, sein tiefes Empfinden, seine Ironie, sein überwältigender Humor, seine Gabe der Erfassung, Durchdringung und Aufdeckung der politischen Zustände, wie auch seine Fähigkeit, punktgenau und stechend zu verletzen, sind daran geschult worden. Mehr Norderney, Helgoland. Heine selbst erlebte das Meer zum ersten Mal in den Jahren 1827 und 1828 auf Reisen nach England und Italien. Seine Eindrücke schilderte er in seinen berühmten Reisebildern, die er bis 1831 in insgesamt 4 Bänden veröffentlichte. Meer. Das Fräulein stand am Meer und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Meer. Oft wird mir sogar zumute, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst. Und wie es im Meere verborgene Wasserpflanzen gibt, die nur im Augenblick des Aufblühens an dessen Oberfläche heraufschwimmen und im Augenblick des Verblühens wieder hinabtauchen, so kommen zuweilen auch wunderbare Blumenbilder heraufgeschwommen aus der Tiefe meiner Seele und duften. Und leuchten
und verschwinden wieder. Sturm. Es wütet der Sturm, also es peitscht die Wellen. Und die Wellen wutschäumend und bäumend türmen sich auf und es wogen lebendig die weißen Wasserberge und das Schifflein erklimmt sie hastig, mühsam und plötzlich stürzt es hinab in die schwarze, weitgähnende Flutabgründe. Oh, Meer, Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen, Großmutter der Liebe, schon in meiner, schon flattert leichenwitternd die weiße gespenstische Möwe und wetzt an dem Mastbaum den Schnabel und lechzt voll Fraßbegier nach dem Herzen, das von Ruhm deiner Tochter ertönt und das dein Enkel, der kleine Schalk, zum Spielzeug erwählt. Vergebens mein Bitten und Flehen. Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm, im Schlachtlärm der Winde, als er braust und pfeift und prasselt und heult wie ein Tollhaus von Tönen. Und zwischendurch höre ich vernehmbar lockende Harfenlaute, sehnsuchtswilden Gesang, Seelen schmelzend und Seelen zerreißen und ich erkenne die Stimme. Fern an schottischer Felsenküste, wo das graue Schlösslein hinausragt über den brandenden Meeresgrund, dort am hochgewölbten Fenster steht eine schöne, kranke Frau, zart, durchsichtig und marmorblass, und sie spielt die Harfe und singt, und der Wind durchwühlt ihre langen Locken und trägt ihr dunkles Lied über das weite, stürmende Meer. Aus den frühesten Anfängen, so Heinrich Heine, erklären sich die spätesten Erscheinungen. Es ist gewiss bedeutsam, dass mir bereits in meinem 13. Lebensjahr alle Systeme der freien Denker vorgetragen wurden, und zwar durch einen ehrwürdigen Geistlichen, sodass ich hier früh sah, wie ohne Heuchelei Religion und Zweifel ruhig nebeneinander gingen, woraus nicht bloß in mir der Unglauben, sondern auch die toleranteste Gleichgültigkeit gegenüber der Religion entstand. Ort und Zeit sind auch wichtige Momente. Ja, ich bin geboren zu Ende des skeptischen 18. Jahrhunderts und in einer Stadt, wo zur Zeit meiner Kindheit nicht bloß die Franzosen, sondern auch der französische Geist herrschte. Aber alle Lebensentwürfe, die die Mutter für Harry entwickelt hatte, blieben stecken. Die Beamtenlaufbahn durch Napoleons Untergang, die kaufmännische Karriere mangels Talent, obwohl sie vom finanzkräftigen Onkel Salomon gefördert wurde, nachdem der Vater sein ganzes Vermögen verloren hatte. Und er selbst hatte sich nach all dem in den Kopf gesetzt, Jurisprudenz zu studieren, sehr zum Leidwesen seiner Mutter. Mein seliger Vater war ein ganz fremder Mann, als er nach Düsseldorf kam, in meine Geburtsstadt, und besaß hier keinen Anverwandten, keine jener alten Muhmen und Basen, welche die weiblichen Barden sind, die der jungen Brut tagtäglich die alten Familienlegenden in epischer Monotonie vorsingen. Nur über die großen Kämpen des mütterlichen Clans konnte von dieser Seite mein junges Gemüt früh Eindrücke empfangen, und ich horchte mit Andacht, wenn die alte Bräunle oder die Brunhildis erzählten. Mein Vater selbst war sehr einsilbige Natur, sprach nicht gern,
Und ich einst als kleines Bübchen zur Zeit, wo ich die Werkeltage in der öden Franziskaner-Klosterschule, jedoch die Sonntage zu Hause zubrachte, nahm ich hier eine Gelegenheit wahr, meinen Vater zu befragen, wer war mein Großvater, was ist mein Großvater gewesen? Auf diese Frage antwortete er halb lachend, halb unwirsch, dein Großvater ist ein kleiner Jude und hatte einen großen Bart. Den anderen Tag, als ich in den Schulsaal trat, wo ich bereits meine kleinen Kameraden versammelt fand, beeilte ich mich sogleich, ihnen die wichtige Neuigkeit zu erzählen, dass mein Großvater ein kleiner Jude war, welcher einen langen Bart hat. Kaum hatte ich diese Mitteilung gemacht, als sie von Mund zu Mund flog, in allen Tonarten wiederholt ward, mit Begleitung von nachgeäfften Tierstimmen. Die Kleinen sprangen über Tische und Bänke, rissen von den Wänden Rechentafeln, welche auf dem Boden purzelten, nebst den Tintenfässern. Und dabei wurde gelacht und gemeckert und gegrunzt und gebellt und gekräht. Ein Höllenspektakel, dessen Refrain immer der Großvater war, der ein kleiner Jude gewesen, wie der einen großen Bart hatte, und der Lehrer, welchem die Klasse gehörte, vernahm den Lärm und trat mit sonnenglühendem Gesicht in den Saal und fragte gleich nach dem Urheber dieses Unfugs. Und wie immer es in solchen Fällen geschieht, ein jeder sucht kleinlaut sich zu diskulpieren. Und am Ende der Untersuchung ergab es sich, dass ich, Ärmster, der Verursacher war, der durch meine Mitteilung über meinen Großvater den ganzen Lärm veranlasst haben soll. Und ich büßte meine Schuld durch eine bedeutende Anzahl Prügel. Das waren die ersten Prügel, die ich auf dieser Erde empfing. Und ich machte bei dieser Gelegenheit schon die philosophische Betrachtung, dass der liebe Gott, der die Prügel erschaffen, in seiner gütigen Weisheit auch dafür sorgte, dass derjenige, welcher sie erteilt, am Ende müde wird, indem sonst am Ende die Prügel unerträglich würden. Der Stock, womit ich geprügelt ward, war ein Rohr von gelber Farbe. Doch die Streifen, welche dasselbe auf meinem Rücken hinterließ, waren dunkelblau. Ich habe sie nicht vergessen. Auch den Namen des Lehrers, der mich so unbarmherzig schlug, habe ich nicht vergessen. Es war Pater Dickerscheid. Er wurde bald von der Schule entfernt, aus Gründen, die ich ebenfalls nicht vergessen aber auch nicht mitteilen will. Der Liberalismus hat den Priesterstand oft genug Unrecht verunglimpft. Und man könnte ihm wohl jetzt einige Schonung angedeihen lassen, wenn ein unwürdiges Mitglied Verbrechen begeht, die am Ende doch nur der menschlichen Natur oder vielmehr Unnatur beizumessen sind. Wie der Name des Mannes, der mich hier die ersten Prügel erteilte, blieb mir auch der Anlass im Gedächtnis, nämlich meine unglückliche genealogische Mitteilung, und die Nachwirkung jener frühen Jugendeindrücke ist so groß, dass jedes Mal, wenn von einem kleinen Juden mit großen Bärten die Rede war, mir eine unheimliche Erinnerung gruselnd über den Rücken lief. Gesottene Katze scheut den kochenden Kessel, sagt das Sprichwort. Und jeder wird leicht begreifen, dass ich seitdem keine große Neigung mehr empfand, nähere Auskunft über meinen Großvater und seinen Stammbaum zu geben oder gar dem großen Publikum wie einst dem kleinen dahin bezügliche Mitteilung zu machen. 12. Mai 1832. Das große allgemeine Übel der Cholera
entweicht zwar allmählich, aber es ist so, das hinterlässt viel Betrübung und Bekümmernis. Die Sonne scheint zwar lustig genug, die Menschen gehen wieder lustig spazieren und kosen und lächeln, aber die vielen schwarzen Trauerkleider, die man überall sieht, lassen keine rechte Heiterkeit in unserem Gemüte aufkommen. Eine krankhafte Wehmut scheint jetzt im ganzen Volke zu herrschen, wie bei den Leuten, die ein schweres Siechtum überstanden. Nicht bloß auf der Regierung, nein, sondern auch auf der Opposition liegt eine fast sentimentale Mattigkeit. Die Begeisterung des Hasses erlischt, die Herzen versumpfen, im Gehirne verblassen die Gedanken, man betrachtet einander gutmütig, gähnend. Man ist nicht mehr böse aufeinander. Man wird sanftlebig, liebsam, vertröstlich, christlich. Ich kam von meiner Herrin Haus und wandelte im Wahnsinn um Mitternachtsgraus. Und wie ich am Kirchturm vorüber will, da winken die Gräber ernst und still. Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein, das war der flimmernde Mondenschein. Da lispelt's, lieb Bruder, ich komme gleich. Da steigt's aus dem Grabe, nebelbleich. Der Spielmann war's, der entstiegen jetzt und hoch auf den Leichenstein sich setzt. In die Saiten der Zither greift er schnell und spielt dabei recht hohl und grell. Ei! Kennt ihr noch das alte Lied, das einst so wild die Brust durchglüht, ihr Saiten dumpf und trübe? Die Engel, die nennen es Himmelsfreud, die Teufel, die nennen es Höllenleid, die Menschen, die nennen es Liebe. Kaum tönte das letzte Wort als Schall, da taten sich auf die Gräber all. Viele Luftgestalten dringen hervor, umschweben den Spielmann und schrillen im Chor. Liebe, 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 deine Macht hat uns hier zu Bett gebracht und die Augen zugemacht. Ei, was rufst du in der Nacht? So heult es verworren und ächzet und girrt und brauset und sauset und krächzend und klirrt und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift und der Spielmann wild in die Saiten greift. Bravo, 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 immer toll, seid willkommen, habt vernommen, dass mein Zauberwort erscholl. Liegt man doch ja aus, ja ein, Mäuschen still im Kämmerlein. Lasst uns heute lustig sein mit Vergunst. Seht erst zu. Sind wir allein? Narren waren wir im Leben. Und mit toller Wut ergeben, einer tollen Liebesbrunst. Kurzweil, Kurzweil kann uns heute nicht fehlen. Jeder soll hier treu erzählen, was ihn Weiland hergebracht, wie gehetzt, wie zerfetzt ihn die tolle Liebesjagd. Und da hüpfen aus dem Kreise, so leicht wie ein Wind, hüpft ein mageres Wesen, das summend beginnt. Ich war ein Schneidergeselle mit Nadel und mit Scher. Ich war so flink und helle und schnelle mit Nadel und mit Scher. Da kam die Meisterstochter mit Nadel und mit Scher und hatte mir ins Herz gestochen. Mit Nadel
und mit Schere. Da lachten die Geister im lustigen Chor. Ein zweiter trat still und ernst hervor. Den Rinaldo Rinaldini, Schinderhanno Orlandini und besonders Carlo Moor nahm ich mir als Muster vor. Auch verliebt, mit Ehr zu melden, habe ich mich wie jene Helden. Und das schönste Frauenbild spukte mir im Kopfe wild. Und ich seufzte auch und girrte. Wenn Liebe mich verwirrte, steckte ich meinen Finger rasch in des Herrn Nachbarn Tasch. Doch der Gassenvogt mir grollte, dass ich Sehnsuchtstränen wollte trocknen mit dem Taschentuch, das mein Nachbar bei sich trug. Und nach frommer häscher Sitte nahm man still mich in die Mitte. Und das Zuchthaus, heilig groß, schloss mir auf den Mutterschoß. Schwelgend süß in Liebessinnen saß ich dort beim Wollespinn, bis Rinaldos Schatten kam und die Seele mit sich nahm. Da lachten die Geister im lustigen Chor. Geschminkt und geputzt trat ein Dritter hervor. Ich war ein König der Bretter und spielte das Liebesfach. Ich brüllte man wildes, ihr Götter! Und seufzte manch Zärtliches. Ach, der Mortimer spielte ich am besten. Maria war immer so schön. Doch trotz der natürlichsten Gesten, sie wollte mich nimmer verstehen. Einst, als ich verzweifelt am Ende Maria, du Heilige, rief, da nahm ich den Dolch behende und stach mir ein bisschen zu tief. Da lachten die Geister im lustigen Chor. Im weißen Flausch trat ein Vierter hervor. Vom Katheder schwatzte herab der Professor. Er schwatzte und ich schlief gut dabei ein. Doch hätte mir's behagt noch tausendmal besser bei seinem holdseligen Töchterlein. Sie hat mir oft zärtlich am Fenster genicket. Die Blume der Blumen, mein Lebenslicht. Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket vom dürren Philister, dem reichen Wicht. Und da fluchte ich den Weibern und den reichen Halunken. Die Blume der Blumen, mein Lebenslicht, da fluchte ich ihnen und mischte mir Teufelskraut in den Wein und hab mit dem Tode Smollis getrunken, der sprach, Fiduzit, ich heiße Freund Hein. Da lachten die Geister im lustigen Chor. Einen Strick um den Hals trat ein Fünfter hervor. Es prunkte und prahlte der Graf beim Wein mit dem Töchterchen sein und dem Edelgestein. Was schert mich denn, Gräflein, du, dein Edelgestein? Mir mundet weiter besser dein Töchterlein. Sie lagen wohl beid unter Riegel und Schloss und der Graf besollte viel Dienertross. Was schert mich Diener und Riegel und Schloss? Ich stieg getrost auf die Leiterspross. An Liebchens Fensterlein kletter ich getrost. Da hör ich unten es Fluchen erbost. Fein, fein, mein Bübchen, muss auch dabei sein.
Ich liebe ja auch das Edelgestein. So spöttelt der Graf. Nun erfasste mich gar und jauchzend umringt mich die Dienerschar. Zum Teufel, Gesindel, ich bin ja kein Dieb. Ich wollte nur stehlen, mein trautes Lieb. Da half kein Gerede, da half kein Rat. Da machte man hurtig die Stricke parat. Und wie die Sonne kam, da wundert sie sich am hellen Galgen. Da fand sie mich. Da lachten die Geister. Den Kopf in der Hand trat ein Sechster hervor. Zum Weidwerk trieb mich Liebesharm. Ich schlich umher, die Büchs im Arm, der Schnarrez hohl vom Baum herab. Der Rabe rief, Kopf ab! Kopf ab! Oh, spür dich doch ein Täubchen aus. Ich brächte es meiner Lieb nach Haus, so dachte ich. Und im Busch und Strauch späht ringsumher mein Jägeraug. Was koset dort? Was schnäbelt so fein? Zwei Turteltäubchen mögen es sein, ich schleich herbei, den Hahn gespannt. Und sieh da, mein eigenes Lieb, ich fand, das war mein Täubchen, meine Braut, ein fremder Mann umarmt sie traut. Nun, alter Schütze, treffe gut. Da lag der fremde Mann im Blut. Bald drauf ein Zug mit Henkersfrohn, ich selbst dabei, die Hauptperson, den Wald durchzog, vom Baum herab, der Rabe rief, Kopf ab, Kopf ab. Da lachten die Geister im lustigen Chor und da trat der Spielmann selber hervor. Ich habe mal ein Liedchen gesungen, das schöne Lied ist aus und wenn das Herz im Leibe zersprungen, dann gehen die Lieder nach Haus. Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt und die bleiche Schar im Kreise schwebt, da scholl von dem Kirchturm eins. Da stürzt die Geister ins heulend ins Haus. Aber unser Heinrich Heine dachte nicht daran, obwohl er nicht der Gesündeste war. Er hatte noch so viel vor. 1844 besuchte ein junger Student Heine in Paris, Ferdinand Lassalle, der spätere Begründer der deutschen Sozialdemokratie. Der Energiegeladene imponierte dem Dichter ungemein wegen seiner Kampfansage an den Kapitalismus als organisierten Räuberzustand. Enthusiastisch schrieb Heine an Lassalles Vater, in diesem 19-jährigen Jüngling sehe ich den Messias unseres Jahrhunderts. Trotz seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Karl Marx und Friedrich Engels hatte er ein ambivalentes Verhältnis zur marxistischen Philosophie. Heine erkannte die Not der entstehenden Arbeiterklasse und unterstützte ihre Anliegen. Zugleich fürchtete er, dass der Materialismus und die Radikalität der kommunistischen Idee vieles von dem vernichten würden, was er an der europäischen Kultur liebte und bewunderte. Es ist allgemein rezipiert, Madame,
dass man einen Monolog hält, ehe man sich totschießt. Gelegenheit, das hamletische Sein oder Nichtsein zu sprechen, das ist eine gute Stelle und ich hätte sie hier auch gern zitiert, aber jeder ist sich selbst der Nächste und man hat ja, wie ich, ebenfalls Tragödien geschrieben, worin solche Lebensabiturientenreden enthalten sind und zum Beispiel den unsterblichen Allmannsohr. So ist es sehr natürlich, dass man seinen eigenen Worten sogar vor den Shakespeare'schen den Vorzug gibt. Auf jeden Fall sind solche Reden ein sehr nützlicher Brauch. Man gewinnt dadurch wenigstens Zeit und so geschah es, dass ich an der Ecke der Strada San Giovanni in Lucca etwas lang stehen blieb. Und als ich da stand, ein Verurteilter, der dem Tode geweiht war, da erblickte ich sie. Sie trug ihr blauseidenes Kleid und den rosaroten Hut und ihr Auge sah mich an, so mild, so todesbesiegend, so lebensschenkend. Madame, Sie wissen wohl aus der römischen Geschichte, dass wenn die Vestalinnen im alten Rom auf ihrem Wege einen Verbrecher begegneten, der zur Hinrichtung geführt wurde, so hatten sie das Recht, ihn zu begnadigen. Und der arme Schelm blieb am Leben. Mit einem einzigen Blick hat sie mich vom Tode gerettet. Und ich stand vor ihr wie neu belebt, wie geblendet vom Sonnenglanze ihrer Schönheit, und sie ging weiter und ließ mich am Leben. Und sie ließ mich am Leben. Und ich lebe. Und das ist die Hauptsache. Mögen andere das Glück genießen, dass die Geliebte ihr Grabmal mit Blumenkränzen schmückt und mit Tränen der Treue benetzt. Ach, Frauen, hasst mich, verlacht mich, gebt mir einen Korb, aber lasst mich leben. Das Leben ist gar zu spaßhaft, süß. Und die Welt ist so lieblich verworren. Sie ist der Traum eines weinberauschten Gottes, der sich aus der zechenden Götterversammlung à la Française fortgeschlichen und auf einem einsamen Stern sich schlafen gelegt und selbst nicht weiß, dass er alles das auch erschafft, was er träumt. Und die Traumgebilde gestalten sich oft buntscheckig, toll oder oft auch harmonisch, vernünftig. Die Ilias, Plato, die Schlacht beim Marathon, Moses, medizeische Venus, der Straßburger Münster, die französische Revolution, Hegel, die Dampfschiffe und so weiter. Das sind einzelne gute Gedanken in diesem schaffenden Gottestraum. Aber es wird nicht lange dauern. Und der Gott erwacht, reibt sich die verschlafenen Augen und lächelt. Und unsere Welt ist zerronnen in nichts. Ja, es hat gar nicht existiert. Gleich viel. Ich lebe. Über seine Beliebtheit in Paris schreibt Heinrich Laube nicht ohne Erstaunen: Alle, auch die verschlossensten Türen öffneten sich ihm. Und Georges Sand, Balzac, De Vigny, Victor Hugo, Janin,
Und wie sie alle weiter hießen, behandelten ihn wie einen Pär. Also anders als in den Berliner Salons, wo man ihn so bösartig verspottet und wohlmeinend geschulmeistert hatte. Weitere Führer des geistigen Paris, mit denen er in Kontakt kam, sind der Historiker Minier, der Romancier Eugène Sue, Musset, Chopin, Liszt, Béranger, Théophile Gautier, der Philosoph Victor Cousin Gérard de Nerval, der ihn übersetzt und ihm einen schwärmerischen Essay widmet, und nicht zu vergessen Hector Berlioz, der ihn bei seiner Hochzeit zum Trauzeuten nimmt. In seiner Aussprache des Französischen störte ein gelinder deutscher Akzent. Viele fanden gerade das interessant. Wenn er in Stimmung war, sprudelte die fremde Sprache ungehemmt, voll geistreicher Anspielungen, über seine Lippen. Die Damen der Gesellschaft legten ihren Freunden ans Herz, sie nur ja mitzubringen. Heine war ein hübscher Kerl und für einen Mann der Arbeit sehr elegant. Das Wohlwollen, das ihn im Gegensatz zu Deutschland freundlich einnahm, die Atmosphäre von Anerkennung, beruhigte ihn. Richard Wagner und Laube konnte man ihn im Restaurant Brocke gegenüber der Oper durchaus finden, sehr oft. Das Gespräch der drei war so animierend und glänzend, dass man ihm von allen Nachbartischen lauschte. Wagner gab damals viel auf Heines Urteil und notierte noch in seiner Selbstbiografie mit Genugtuung ein Lob Heines. Als dieser nämlich Wagners Novelle Un musicien étranger à Paris las, habe er gesagt, so etwas hätte der E.T.A. Hoffmann nicht schreiben können. Allmählich wurde es selbstverständlich, dass alle deutschen Autoren von Rang, die nach Paris kamen, ihren Besuch bei Heinrich Heine machten. Der große Franz Grillparzer aus Wien findet in seiner Wohnung von kleinstmöglichen Stuben mit zwei Grisetten, deren eine der Dichter als seine Petite vorstellt. Er selbst sieht aber auch aus wie die Lebenslust. Und mit seinem breiten Nacken wie die Lebenskraft persönlich. Und Grillparzer freut sich bei dem sofort einsetzenden Fachgespräch des seltenen Vergnügens, bei einem deutschen Literator gesunden Menschenverstand zu finden. Auch auf Hebbel macht er einen unerwarteten, günstigen Eindruck. Er ist allerdings ein wenig abgeründet, keineswegs dick, aber seinem Gesicht mit den kleinen, scharfen Augen liegt etwas zutrauend Einflößendes. Dass er Dichter ist, tiefer, wahrer Dichter, das tritt aus seiner Gestalt wie aus seiner Rede hervor. Seine Bemerkungen über Grabbe, Kleist und Immermann und so weiter trafen jedes Mal den innersten Lebenspunkt ganz genau. Ich glaube, er ist der unerbittlichste Feind aller Mittelmäßigkeit, aber Kraft weiß er zu respektieren. Ein Hauptzug seines Wesens war die Güte. Man traut ihm das nicht zu. Man traut ihm die Güte nicht zu, ganz irrtümlich. Er hatte sogar einen weichen, wohltätigen Sinn. Mit dem Mund schalt er und mit der Hand gab er, so Heinrich Laube. Ähnlich Gérard de Nerval, Freund in der Verlegenheit auszuhelfen, Freunden, die es nötig hatten, war ein Grundgesetz bei ihm, den er mit solcher Liebenswürdigkeit ausübte, dass er an Rückerstattung geliehener Summen niemals dachte. Aufgrund der Erfahrungen mit Spionen, vor allen Dingen von Metternich, und sensationslüsternen Zeitungskorrespondenten wurde er kalt und zurückhaltend gegen Fremde, vor allem gegen Deutsche, die er später nur ungern in seine Wohnung ließ.
Denke ich an Deutschland in der Nacht? Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen. Und meine heißen Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. 12 Jahre sind schon hingegangen. Es wächst mein Sehnen und Verlangen. Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behext. Ich denke immer an die alte Frau, die Gott erhalte. Die alte Frau hat mich so lieb und in den Briefen, die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert, wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 12 lange Jahre flossen hin, 12 Jahre sind vollbrossen, seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. Deutschland hat ewigen Bestand, ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wiederfinden. Nach Deutschland lächt sich nicht so sehr, wenn ich die Mutter dorten wäre. Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben. Seit ich das Land verlassen habe, so viele sanken dort ins Grab, die ich geliebt. Wenn ich sie zähle, so will verbluten meine Seele und zählen muss ich. Mit der Zahl schwillt immer höher meine Qual. Mir ist, als wälzten sich die Leichen auf meine Brust. Gottlob, sie weichen. Gottlob, durch mein Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Mathilde, in ihrer Heiterkeit und zügellosen Kraft, in ihrer unbedingten Konzentriertheit auf ihren geliebten Heinrich, neben dem nur noch weibliche Flitter in ihrem Kopf Platz fanden. Sie hat Heine all das Glück und all die glühende Leidenschaft geschenkt. All das Glück und freilich auch all die Qual, die sich einstellen muss, wenn sich ein Mann des Geistes so rückhaltlos an das ausliefert, was mit den Waffen des Geistes nicht zu bezwingen ist. Der Vergleich mit Goethes Christiane drängt sich auf. Bei beiden Männern begann alles als leichtes Abenteuer, was dann Schicksal und Lebensentscheidung wurde. Und bei beiden, die sich im Zusammenleben mit den ihnen so ungleichartigen Frauen als liebende Männer erwiesen, überwog ihr Glück. Mathildes ungestümes Bild ist in so vielen Gedichten den schönsten Heines verewigt. Viel zu früh wird er krank, todkrank. Noch einmal möchte ich vor dem Sterben um meine Frauenhuld beseligt werden. Es trifft sich gut, der liebe Gott hat ihn erhört. Sie kommt gerade aus Wien und hat von einem Wiener Heine-Verehrer den Auftrag, dem Dichter einige Musikstücke zu übermitteln. Das Krankenzimmer, die Matratzengruft, wie er sie nennt, ist verdunkelt. Beim Eintreten stößt sie gegen einen mit Papier beklebten Wandschirm. Schließlich erblickt sie hinter demselben auf einem niedrigen Lager einen kranken, fast blinden Mann. Der Lieblingsdichter ihrer jungen Jahre. Einen durchsichtigen Menschen, dessen Züge von einem großen Meister die Märtyrergestalten aus Elfenbein geschnitten sind. Ein Lazarusgesicht, hohle, bleiche Wangen, spärliches Haar, der Bart weiß und
struppig, die Stirn weit hervortretend, die Augen tief in die Höhlen zurückgezogen, fast zugedeckt. Er sieht jünger aus. Er wirkt auf sie wie ein Christuskopf mit Mephisto-Lächeln. Sie haben einen äußerst vorteilhaften Eindruck hinterlassen. Und ich sehne mich nach dem Vergnügen, Sie recht bald wiederzusehen. Seine letzte Blume blühte einen Sommer und einen Herbst und einige furchtbare Wintermonate. Er hatte sich gewünscht, noch einmal zu lieben, zu schwärmen und glücklich zu sein, doch ohne Lärmen, wie es einem Schatten zukommt. Jetzt hatte er seine stille, seine hoffnungsloseste Liebe. Er nannte sie nach der Fliege in ihrem Siegel. Musch. Mathilde hatte er in der Blüte seines Lebens gedichtet. Sie strahlte bis zu seinem letzten Tage die ungebrochene Lebenskraft aus, die ihn noch am Leben hält. Nun am Rande des Grabes dichtete er die Musch, seine sterbende Seele. Er existiert schon kaum mehr. Und da liebte er noch ein letztes Mal. Lass mich mit glühenden Zangen kneipen. Lass mich grausam schinden, mein Gesicht. Lass mich mit Ruten peitschen und säupen. Nur warten, warten, lass mich nicht. Press deinen Mund auf meinen Mund. Der Menschenodem ist göttlich. Ich trinke deine Seele aus. Die Toten sind unersättlich. Ein Sonnenstrahl fällt in einen Grab und weckt einen Toten. Er hat schon mit dem Leben abgeschlossen. Musch ist die kleine Auferstehung vor dem unwiderruflichen Ende. Nun, mein Leben geht zu End. So mache ich auch mein Testament. Christlich will ich drin bedenken, meine Feinde mit Geschenken. Diese würd'gen, tugendfesten Widersacher sollen erben, all mein Siechtum und Verderben, meine sämtlichen Gepressten, ich vermach euch meine Koliken, die den Bauch wie Zangen zwicken, Harnbeschwerden, die perfiden preußischen Hämorrhoiden. Meine Krämpfe sollt ihr haben, Speichelfluss und Glieder zucken, Knochen, Darre in dem Rücken, lauter schöne Gottesgaben. Codizill zu dem Vermächtnis in Vergessenheit versenken, soll der Herr euer Angedenken. Er vertilge euer Gedächtnis.
Ja, heute mache ich einiges falsch. Oh. Ja, ich darf im Namen des gesamten Publikums ein ganz großes Dankeschön übermitteln. Ich glaube, alle Lehrenden, die hier gesessen haben, alle Professoren und Professorinnen, haben sich gewünscht, dass es einmal so mucksmäuschenstill ist, wenn sie eine Vorlesung halten. Da ist immer so ein Grundrauschen. Das hat man aber jetzt nicht gehört. Und auch wenn wir alle sicherlich viele Eckpunkte aus dem Leben Heines kennen, eine solche Darstellung in einer Form und mit Ihrer Darstellung war wunderbar. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, entweder zu Heine, zu dem Vortrag oder zu dem Leben von Brandauer, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, nutzen Sie das jetzt. Wir haben abgesprochen, fragen dürfen Sie alles. Er entscheidet, wie er antwortet. Gibt es Fragen? Da oben, genau. Ja. Herr Brandauer, welchen Bezug haben Sie zu unserer schönen Stadt Düsseldorf? Ja, richten Sie. Meine ersten Gehversuche auch am Düsseldorfer Schauspielhaus gemacht. Das ist sehr lange her. Das war vielleicht, ich weiß es jetzt gar nicht einmal, 65. Und 2 Jahre vor diesem Datum hatte ich einen Vertrag gemacht mit Karl-Heinz Strux, dem Intendanten, dem berühmten Intendanten des Düsseldorfer Schauspielhauses. Denn damals war ich noch am Salzburger Landestheater und wurde nicht freigegeben. Und das Datum kam und ich habe von Düsseldorf nichts mehr gehört. Ja. Und bin ich schon unterwegs gewesen in Salzburg wieder zu meinem Direktor und sage, ja, was ist denn, wird da nichts draus? Und auf einmal kriege ich einen Anruf vom Düsseldorfer Schauspielhaus und der sagt, entschuldigen Sie, Herr Brandauer, bei uns ist einer krank geworden. Und jetzt sage ich, ja, was soll ich machen? Es ist egal, aber der Herr Strux möchte, dass Sie sofort kommen. Ja, Sie sind bei uns engagiert, sage ich, das weiß ich, aber haben Sie das? Gut. Und dann kam ich und meine erste Rolle, die ich dazu gegeben hatte, war der Blaubart Gilles Duré. Ja, und dann ging es eigentlich ganz gut weiter. Ich habe sehr schöne Rollen hier gespielt, wunderbare Sachen und ich war sehr, sehr eigentlich stolz darauf, dass man in so einem legendären Haus spielt und Gründgens und dann der Strux. Aber eins war ganz entsetzlich, wenn ich daran denke, wie schön unser Barocktheater in Salzburg war, das ich verlassen habe und dieses DDR-Kino-gleiche Schauspielhaus, scheußlich. Also entschuldigt, es waren dort ganz, ganz große Sachen. Und für uns junge Schauspieler war es prima. Wir sind ununterbrochen eingesetzt worden und dann hatten wir viele Abstecher. Der Gründgens hat das schon gemacht, aber dann auch der Strux weitergeführt, dass man in den umliegenden Städten und außerdem jede 2 Jahre hat eine große Welttournee organisiert. Und ich hatte hier das unglaubliche Glück, mit der bedeutenden Elisabeth Bergner zu spielen und mit vielen anderen Leuten. Also es war sehr, sehr schön und ich bin Strux persönlich und auch allen, die damals da waren und die übrigens alle genauso gut sprechen über ihn wie ich. Also man kann keinen Weg machen, wenn man nicht Menschen findet, die einem ein bisschen Luft unter die Flügel blasen, sonst kann das nicht hinhauen und deshalb habe ich Düsseldorf immer wieder in sehr guter Erinnerung. Und manchmal bin ich so gerne im Konzerthaus, also in der Tonhalle, weil das ein einzigartiger Raum ist. Und da mache ich gerne, wenn es geht, musikalische Sachen. Herr Brandauer, was hat Sie bewogen,
zu dem Film Der Fall Wilhelm Reich, dich in diese Rolle hineinzuversetzen. Der lief hier vor ein paar Wochen in Düsseldorf in der Blackbox. Also, ja, ich hab den sehr gut verstanden, den Herrn, um den es geht und das, was er alles versucht hat. Er wollte, dass die Menschen weg mit ihrem Panzer, dass sie nicht so gepanzert sind, nicht? Und das war eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Man versucht ja immer, derjenige zu sein, der da verlangt wird, den man spielt. Und am Schluss kommt man drauf, man bleibt bei sich sehr oft stecken. Ja? Und wenn Sie das Glück haben, dass es manches übereinstimmt, dann können Sie sehr glücklich sein. Und das war, ein bisschen länger her, dass ich den Film gedreht habe, aber es gehört, ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas gemacht habe, wo ich sage, da stehe ich nicht dazu. Also die Frage war gar nicht so gestellt, ne? Oder? Also ich habe das sehr gern gemacht. Und das ist eine wichtige, wichtige Geschichte gewesen. Aber das ist wieder gesendet, im Fernsehen wurde es gesendet, ja. In der Blackbox in Düsseldorf. Also, der Herr Lohr kann Ihnen dazu unten was erzählen. Der kennt es da aus. Er soll Ihnen was zum Herrn Desinger erzählen, dann weiß er Bescheid. Ah, gut. Na, warten tun wir nicht. Mein Name ist Hans-Georg Loh, ich bin Kulturdezernent hier in Düsseldorf, haben Sie auch schon sehr oft im Düsseldorfer Schauspielhaus bewundern dürfen. Fantastisch, immer, das hat mich immer sehr, sehr groß gefreut. Und Blackbox ist unser Kino in der im Filmmuseum, da liegt der Film. Die machen ein Programmkino und sehr, sehr gut Programmkino-Vorstellungen und eine enge Zusammenarbeit auch immer mit der Universität. Insofern freue ich mich, dass die Blackbox direkt hier erwähnt wurde. Danke für den Vortrag. Mir noch gestattet, Sie müssen auch noch mal ins Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt gehen. Es ist nämlich wunderbar saniert worden. Von dem Gebäude, von dem Sie sprachen, das war die Jahnstraße. Ja. DDR-Kino sozusagen. Jetzt haben wir ein fantastisches Schauspielhaus. Und da hat sich zu das sehen Sie gleich. Ja. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Und das verdanken wir alles Ihnen, Herr Brandauer. Vielen Dank für Ihre Darstellung von Heines Leben. Und bis zum nächsten Mal. Applaus